Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Mein schneller Kirschkuchen mit Knusperstreuseln ist ja wirklich gut bei euch angekommen und ich freue mich, dass ihr ihn auch schon so fleißig nachgebacken habt. Da kann ich nur hoffen, dass euch mein heutiger Kuchen genauso gut gefällt. Ich backe einen Aprikosenkuchen vom Blech. Doch bevor wir anfangen, abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Als erstes gieße ich die Aprikosen in meinen Sieb und lasse sie in Ruhe abtropfen. Und für den Teig brauchen wir 125 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillezucker, 3 Eier, 200 Gramm Mehl, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 35 Milliliter Milch und 7 Gramm Backpulver. Wie immer rühre ich zuerst die Butter. Mit dem Vanillezucker und dem Zucker cremig. Und jetzt rühre ich die Eier einzeln unter. Zum Schluss mische ich das Backpulver mit dem Mehl und gebe es zusammen mit den Mandeln und der Milch in die Schüssel und verrühre alles miteinander. Der Teig ist fertig und kann nun in den Backrahmen. Mein Backrahmen habe ich auf 20 x 31 cm eingestellt. Auf dem glatt gestrichenen Teig verteile ich die Aprikosen. Allerdings lege ich sie diesmal andersrum rein. Und nun kommt der Kuchen für 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Mein schneller Aprikosenkuchen ist fertig gebacken und abgekühlt. Ich werde ihn mal auspacken. So, da haben wir ihn. Jetzt fehlt nur noch der Puderzucker. Und dann können wir ihn auch schon servieren. So, noch einmal. Das ist mein schneller Aprikosenkuchen mit Mandelteig und natürlich Aprikosen. Wenn ihr eine Dose Aprikosen zu Hause habt, wisst ihr jetzt, was ihr Leckeres damit anstellen könnt. Wer noch Interesse an einer Osteridee zu diesem Kuchen hat, bleibt einfach noch kurz dran. Jetzt verrate ich euch, warum ich heute die Aprikosen andersrum in den Teig gelegt habe, weil ich sie so als Eierbecher für meine Schoko-Eier verwenden kann. Und dann nehme ich zum Beispiel gefüllte Nougat- oder Marzipaneier oder Waffeleier für die Kinder. Und außenrum streue ich noch ein paar Zuckereier. Und jetzt kommen noch ein paar Zuckereier oben drauf. Das ist meine schnelle Osteridee für einen schnellen Kuchen. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben, abonniert noch schnell meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!